Tischlein Deck Dich ist eine Non-Profit-Organisation und als Verein organisiert. Wir retten Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilen sie an Armutsbetroffene in der ganzen Schweiz. Tischlein Deck Dich erfährt sehr breite Unterstützung und viel Goodwill. Das sind 1700 Freiwillige, 580 bis 600 Produktspender und eine breite Anzahl von finanziellen Spendern. Eine ganz wichtige Rolle spielen unsere Hauptpartner. Das ist Prodega Hohweg, Coop und die Ernst Göhner Stiftung. Im Zentrum steht die Qualitätssicherung und die Sorgfaltspflicht, die wir wahrnehmen für unsere Kunden. Darum sind wir auch ISO 9001 zertifiziert. Qualitätskontrolle, Hygiene und vor allem Temperaturkontrolle stehen absolut im Zentrum. Lebensmittelsicherheit über alles. In der Schweiz geht man davon aus, dass rund 2 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel auf dem Müll landen. Das sind rund 30%. Wenn es ein Bruchteil davon wird an Tischlein Deck Dich gespendet. Das kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Sei das ein Etikettenwechsel oder eine Überproduktion. Ich bin in einem Teillohnprogramm tätig, in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt. Und hauptsächlich beliefere ich Abgabestellen mit Lebensmitteln. Aber ich helfe auch gerne dort, wo Not am Mann oder an der Frau ist, zum Beispiel im Lager. Wir verarbeiten frische Gemüse und Salat zu Convenience-Produkten. Die Produkte haben eine kurze Haltbarkeit. Und trotz guter Planung kommt es halt manchmal vor, dass Übermengen produziert werden können. Und das tun wir seit Jahren über Tischlein Deck Dich vertrieben. Nachdem wir Produkte angeliefert kriegen, werden sie aufgetischt. Und werden sie auch kontrolliert, Temperatur gemessen und das wird dann auch notiert. Und dann kann man mit der Abgabe starten. Wenn Bezüger kommen, müssen sie sich vorweisen können mit einer Bezugskarte. Dann zahlen sie 1 Franken symbolischen Betrag und dann kriegen sie auch die Produkte durch freiwillige Mitarbeiter begleitet über. Ich bin durch einen Unfall Epileptiker geworden. Mit einer 50%igen IV-Rente und Ergänzungsleistungen. Und obwohl meine Frau noch 100% arbeitet, mögen wir nicht kommen. Und sind durch das auch angewiesen auf das Tischlein Deck Dich, das wir auch gut und gerne nutzen. Das Tischlein Deck Dich gibt mir sehr viel Hoffnung, weil ich sehe, es sind auch andere Leute, die in so einer Situation sind, die auf Hilfe angewiesen sind. Also ich engagiere mich beim Tischlein Deck Dich, weil ich es eine gute Idee finde, weil Lebensmittel weiterverwertet werden, die sonst vorgeschmissen werden. Und weil ich auch sehr dankbar bin für mein Leben selber, was mir immer zu gut gekommen ist. Und ich finde, für das kann man sich auch für andere einsetzen und engagieren, was nicht so gut geht.